Soll ich dir mal den Steuersatz zeigen? Ah, zeig mir doch mal den Steuersatz, Dennis. Dennis, zeig mir den Steuersatz. Gesetz, eine deutsche Firma in Deutschland hergestellt, eigentlich so mit dem besten. Ja, der wird jetzt zum Testen eingebaut, gucken, wie langlebig der ist und ob er meinen Ansprüchen standhält. So, das werden wir mal sehen. Das hat 140, 150 Euro fast gekostet. Was? So viel? So viel. Der eine Steuersatz? Aus Aluminium, ja. Ja, da sind die alle. Nein, deswegen wollte ich gerne. Was ist das Besondere dran? Zeig doch mal. Jetzt mach doch mal auf. Also die Einpresstiefe, von 20 mm. Die macht den besonders. Ja. Er ist ja auch nicht rot. Oh. Nee, habe ich rot bestellt. Er ist nicht rot. Aber das war mir egal. Ich wollte ihn nicht nochmal zurückschicken. Du hast den in rot bestellt? Ja. Und der kam in schwarz? Ja. Geht dann alles schief bei dir, wenn du mal den Steuersatz, ein Thema Steuersatz. So, zeig mal hier. Ist das überhaupt der richtige Steuersatz oder haben die da einen Ausfallsteuersatz drin? Das ist schon der richtige Steuersatz halt. Jo. Das ist das Oberteil. Und na, guck mal hier, das macht das aus, deswegen ist das so teuer. Guck dir das mal an. Boah. Wenn da der Rahmen wegbricht, der baut doch ganz schön auf. Nein, das ist okay, so, das ist gut. Das Einzige ist, mit einem Einbau müsstest du mir vielleicht mal ein paar Ratschläge geben, weil wenn ich den mit deinem Werkzeug einpresse, dann komme ich ja zwangsläufig auf das Lager. Das gucken wir doch mal. Na, das ist, wird ja nochmal eine Herausforderung. Ja. Hallo! Hallo! Made in Germany. Germanien. So, jetzt! Das größte Vatikanring ist das, wa? Ja, ist von ihm. Eins, ja, ja. Der ist reich. Mit viel. Ja, ja. Reich an Erfahrung. Reich, reich, der kauft sich viele Steuersätze immer. Der ist reich, reich. Ja, haben wir Taufstumme hier. Heute. Zum ersten Mal in diesem Jahr offen. Also, ich habe ja gar nicht offen. Schon kommen sie aus den Löchern gekrochen.